herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder ein Autothema. Mehr Bußgelder in Europa, Finnland im Vergleich. Und wer in Finnland schon mal geblitzt wurde, der weiß, dass das nicht witzig ist. 6 Millionen ausländische Gäste zählen die Statistiker jährlich. Finnland ist fortschrittlich. Aber gilt das auch für den Straßenverkehr? Naja. Ja, die Geschwindigkeitsbegrenzung ist ähnlich wie in anderen europäischen Ländern. In der Stadt kann man überwiegend 50 oder auch sogar im Winter nur 40 fahren. Auf Landstraßen 80 km/h. Das ist auch hier schon fast das Maximum. Ausnahmsweise mal auf kleinen Strecken 100. Und auf der Autobahn maximal 120 km/h. Das heißt, man hat hier in Finnland wohl kaum eine Möglichkeit, überhaupt schneller als 120 km/h zu fahren. Also ein schnelles Auto sich hier zu kaufen, das lohnt sich irgendwie nicht. So, wenn man in Helsinki oder anderen Großstädten unterwegs ist, muss man darauf achten, Busse und Straßenbahnen haben prinzipiell immer Vorfahrt. Und das zu beachten, ist nicht immer einfach. Ja, wer nach einem Unfall oder einer Panne sein Fahrzeug verlässt, hat auf jeden Fall Warnweste zu tragen. Und zwar alle Insassen. Das heißt auch, man muss immer für alle Insassen auch eine Weste dabei haben. Sonst kann es teuer werden. So, wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, in Finnland ist ganzjährig mit Abblendlicht zu fahren. Was dann auch noch sehr merkwürdig ist, ist die Beschilderung der Vorfahrtsstraßen. Die werden nämlich überwiegend negativ beschildert. Das heißt, derjenige, der Vorfahrt hat, weiß das nicht unbedingt, sondern der Vorfahrt gewähren muss, hat auf jeden Fall ein Schild und alle anderen fahren halt recht umsichtig und müssen sich ein bisschen umschauen. So in der Art. Also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Im Winter darf stellenweise noch langsamer gefahren werden. Ja, aufgrund der Witterung natürlich. Des Weiteren sind viele dann auch mit Spikes unterwegs. Auch hierzu habe ich euch oben rechts nochmal ein Video verlinkt, wie das so ist, mit Spikes zu fahren. Die Winterreifenprofiltiefe muss mindestens 3 mm betragen und das von Anfang Dezember bis Ende Februar. Verpflichtend. Des Weiteren ist es üblich in Finnland, mit Spikes unterwegs zu sein. Diese Reifen dürfen von Anfang November bis Ende März gefahren werden. Ja, wenn man geblitzt wird, kann das teuer werden. Sollte man doch mehr als 20 km/h zu viel gefahren sein. Ab da ist nämlich das Einkommen des Fahrers die Berechnungsgrundlage des Bußgeldes. Wer also vorhat, mit seinem Auto nach Finnland zu reisen, sollte sich auch an die Verkehrsregeln halten. Das kann nämlich ansonsten ganz schnell sehr, sehr teuer werden. Missachtungen haben hohe Bußgelder zur Folge. Ich selber durfte schon mal 140 Euro bezahlen, weil ich gerade mal 9 km/h zu viel gefahren bin. Ja, also der Formel-1-Fahrer Räikkönen musste einmal 30.000 Euro Strafe zahlen, weil er die Papiere für seinen Bootsanhänger nicht dabei hatte und am Gespann noch ein Spiegel gefehlt hat. Die Süddeutsche Zeitung berichtet sogar, dass ein Finne mal 95.000 Euro Strafe zahlen musste, weil er 27 km/h zu schnell gefahren ist. Ja, Tagessätze aufgrund seines Einkommens. Das passiert. Unsere 10 Tipps zum Autofahren in Finnland. Erstens, immer peinlich genau an die Geschwindigkeit achten. Zweitens,
immer alle Papiere dabei haben. Dazu gehört auch die grüne Versicherungskarte. Drittens, die Funktionstüchtigkeit des Autos prüfen. Viertens, sich an die Promillegrenze von 0,5% halten. Fünftens, bei Wildunfällen die Polizei benachrichtigen. Sechstens, bei Panne oder Unfall Warnweste anziehen und auch immer genug im Auto haben. Siebtens, immer mit Abblendlicht fahren. Achtens, Reifenprofiltiefe messen, im Winter mindestens 3 mm. Neuntens, unbedingt auf die komische Vorfahrtsregelung in Finnland achten. Und zehntens, ein ganz Tipp, aus dem App Store die SOS-App Suomi 112. Die geht auch auf Englisch und damit seid ihr gut dabei. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert den Kanal. Ansonsten freue ich mich über Daumen hoch. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr einfach nur was zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Beitrag. Bis dann. Ciao, ciao.